Also ich gehe hier ins Menü rein. Gehe auf System als erstes. Gewackelt oder was? Nein, ich bin einfach schlecht. Und gehe hier auf Set, Time and Date. Da gehe ich kontrollieren, stimmt die Zeit, stimmt das Datum. Wenn ich das bestätigen will, gehe ich bis runter. Ich kann immer dort in das Feld hineingehen, das rot ist. Und dann drücke ich da auf Done. Und dann muss ich mir im Timecode-Setting, das heisst, ich gehe hier eins raus und gehe auf Timecode. Und ich tue mir da beim Timecode-Modus gehe ich auf 24 Stunden Timecode. Das heisst, jedes Bildfile und jedes Tonfile wird gestampt mit dem Timecode, wo man eben dort auf Rack drückt. Und es spielt keine Rolle, ob man beide Geräte gleichzeitig auslöst. Weil jeder kommt einfach den Stamp über und die Schnittsoftware tut das nachher auf dem Timecode synchronisieren. Jetzt hat es, wenn wir da mal auf die Seite gehen, sieht man da hat es einen Timecode Ein- und Ausgang. Das ist sowohl ein Ein- als auch ein Ausgang. Und da haben wir genau das Gleiche. Das ist sowohl ein Ein- als auch ein Ausgang. Wenn man jetzt diese zwei Geräte synchronisieren will, dann muss man als erstes kontrollieren, dass die gleiche Framerate auf beiden Geräten eingeschaltet ist. Das heisst, ich gehe da zuerst im Menü, gehe ich da wieder auf den Timecode und ich sehe, Framerate ist 25. Sehe ich nicht, aber ja. Ja, die anderen sehen es. Sehr gut. Also, Framerate 25. Das muss übereinstimmen mit dem Gerät. Und wenn du da drauf gehst, da drauf, dann siehst du da, da gibt es sogenannte, es gibt so, ah, jetzt sieht man es gut. Das heisst, ich muss den Switch 1 muss ich haben auf, ja, dort kann ich das Videosignal eingeben und Switch 2 muss, also, ihr seht dort unten PAL 25, Europa, Switch 1 auf 0. Switch 2 auf 2, Switch 3 auf 2. Wenn ich HD 1080p mit 50 Bilder mache, seht ihr die Deep Switches? Kannst du mal drauf zeigen? Ja. Wow, genau, tüpft. Ja. Und jetzt habe ich da auf, wenn ich hier aufmache, stelle es nochmal ab, dann erscheinen die Deep Switches. Jetzt gehen wir mal schauen, ob der zweite und der dritte auf 2 sind. Ja, sind es. Das 1 ist auf 3, das heisst, der letzte, der das Gerät, wo da mit gedreht hat, hat mit HD 1080p gedreht und mit 25 Bildern. Das heisst, das ist richtig eingestellt. Aber könnt ihr das kontrollieren? Weil es kann sein, dass einer vor euch mit 24 Bildern gedreht hat. Und dann habt ihr potenzielles Problem. Weil dann habt ihr auf dem Tonrekorder und auf dem Bild haben wir eine unterschiedliche Framerate drauf. Gut, hier auf der Seite tun das anstellen. Was ist da der Anstellknopf? Okay. Und dann, wenn das läuft, im Moment blinkt das rot. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Timecode hier überbringen. Jetzt haben wir hier zwei Kabel. Und die sind ganz bewusst rot und grün. Das rote ist der Output und das grüne ist der Input. Das heisst, welches von diesen beiden Kabeln kommt als Sounddevice, welches kommt als Clockit? Du weißt es, oder? Also das rote ist der Output, das heisst, Output geht zum Geber. Ja, das ist der Geber. Das ist der Geber und da haben wir den Nehmer. Ja, der nimmt es auf und jetzt schaust du, dass du scharf bist auf diesen Punkten. Dann sehen wir nämlich, was passiert.
Jetzt hat er den Tank gerade übernommen. Das ist die Voraussetzung. Wenn, er das nicht, wenn es nicht grün blinkt, dann hat er den Tankcode nicht übernommen. Was passiert, wenn es falsch bekannt ist? Dann gibst du den Tankcode auf den. Also, aber es würde auch grün leuchten? Nein. Okay, nein, man kann es eigentlich nicht falsch machen. Okay. Aber man muss wirklich schauen, dass... Ich habe nämlich das Kabel habe ich immer an dem Gerät eingesteckt, wenn ich am Drehen bin. Und ich brauche meistens dann eben nicht das da, um das anhängen an die Kamera. Ich habe verschiedene Optionen, wie ich das Gerät jetzt kann an die Kamera anhängen. Die erste Version, die ich zeige, ist, wenn ich eine Kamera habe, die kein Timecode kann eigentlich aufnehmen. An der PMW 200, an der EX3, an der PMW 300 haben wir da hinten ein TC-In, oder? Das sehen wir nachher dann, wenn wir den EX3 anschauen. Kannst du echt den EX3 und den PMW geschwind rausnehmen und den Akku dranhängen. Das würde heissen, dann in diesem Fall nehme ich das Clockit. Ich gehe hier auf den Timecode Out und hänge dann das hier an den EX3 an oder an den PMW 200. In dem Fall, wo wir jetzt drin arbeiten, der hat keinen Timecode-Eingang. Was kann ich jetzt machen, dass ich den Timecode trotzdem auf die Kamera aufnehmen kann? Der einzige Weg, den ich habe, ist, ich kann das Kabel nehmen, das rote, weil jetzt brauche ich den Ausgang vom Clockit. Und was ich jetzt mache, ist, ich hänge die Taste da. Zum Beispiel auf den Input 1. Schalte die mal ein. Ich muss bei den Settings muss ich auf Line gehen. Wo haben wir Input 1? Ja, ich gehe hier auf Line. Da ist irgendwie noch das Kameramikrofon eingeschaltet. Das heisst, ich muss jetzt da in die Audio-Settings, ich gehe auf den Mic Select und ich gehe auf Schuhmic.